Alright. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Future Perfect Channel. In der heutigen Folge von FP Trinkt geht es mal um ein hier und da, ja, kann man das so nennen, um ein kleines Spezialvideo. Denn meine Eltern waren bis vorgestern, glaube ich, in Österreich und zwar genauer gesagt im Salzburger Land. Und dort haben sie die wohl älteste Privatbrauerei Österreichs, die noch existiert, besucht, und zwar die sogenannte Stiegelbrauerei, welche in Columbus ja 1492 gegründet wurde. Und da haben sie alle Anzeug mitgenommen. Allen voran ihr Pilz. Es gibt noch andere Biere davon, die Hausbiere zum Beispiel, unter anderem von Stiegel, aber wir werden heute einen Blick auf das originale Pilz werfen, das Stiegelpilz, welches sich vor allem durch seine besondere Süffigkeit auszeichnet, wie ich es gehört habe. Die elegante, schlanke Salzburger Bierspezialität mit einer edlen Hopfennote, hell in der Farbe, einem herrlichen Schaum und Feinheit im Abgang. Für Qualität auf höchster Stufe garantiere ich persönlich. Unter der Unterschrift von, ja, von dem, der dafür persönlich verantwortlich ist. Ich würde sagen, dafür steht er mit seinem Namen, ne? Ja, und ich habe heute allerhand Zeug mit dabei. Ich meine, wie trinkt man am besten Stiegel? Natürlich im originalen Stiegelglas. Moment, ich tue es mal eben so und mal raus. So sieht's aus. Ja, das sieht aus wie ein bisschen wie ein Kölschglas. Aber gut, das soll uns nicht stören. Sieht gut, liegt gut in der Hand. 0,2 Liter. Tun wir gleich rein. So, und da ist noch was, aber da konzentrieren wir uns erst später. Wir machen es auf. Mir gefällt auch wirklich hier diese 0,33 Liter Flasche sehr gut. Liegt auch gut in der Hand, so gut gekühlt. Erstmal dann riechen. Da kommt schon Hefe endlich hoch. Da sprießt es schon. Kann man jetzt gar nicht so gut sehen. Die Stiegelbrauerei. Ja, das riecht aber auch sehr hopfenlastig. Riecht ein bisschen nach Becks. Ein bisschen. Nicht zu sehr, aber schon. Ja, da kommt der Hopfen auf jeden Fall hoch. Was für eine Hopfennote haben wir denn hier? Eine edle Hopfennote, ja. Aber auch vor allem eine dominante. Ja, so wie ein Pilz eben riechen muss, ne? Hopfen betont. Dann schütten wir es mal ein. Ja. Das sieht doch mal nach einem hellen aus. Ja, das ist ziemlich hell, muss man sagen. Seht euch das mal an. Aber man sieht auch schon die Hefe hier. Also, das sprudelt schön. So wie es sich gehört. Wer will denn bitte schon ein schales Bier, ne? Ja, das sieht geil aus. Auf jeden Fall. Seht euch das an. Der Schaum geht auch in Ordnung. Ich habe ihn jetzt nicht ganz eingeschüttet. Ich mache mal ein bisschen noch. Nur noch ganz wenig. Sind da 0,2 Liter. Das Gläschen hier. Ja, und sieht echt so aus, wie ein gutes Pilz schmecken aussehen sollte. Ich würde sagen, wir genehmigen uns mal einen Schluck. Prost. Ich habe jetzt nur Schaum getrunken. Ich mache nochmal einen Schluck, bitte. Prost. Erfrischend. Definitiv erfrischend. Das gefällt mir. Ich habe damals Becks Original eine 7,5 gegeben. Und ich kann jetzt schon sagen, in dem Bereich spielt sie das auch ab. Es ist sehr hopfenlastig. Wer ein gutes Hopfen wie er will, wer ein gutes Pilz will, der wird damit auch wirklich zufrieden sein. Aber es ist trotzdem gleichzeitig nicht zu bitter. Ich habe das Problem, was Feldins und Kombacher auf einer Nuance wirklich zum Herbst sind. Das kann ich hier nicht vorfinden. Hier schafft Stiegel wirklich noch die Balance, muss ich sagen. Ja, und das riecht eigentlich auch nicht schlecht. Heutzutage bei vielen Pilzern ist der Geschmack besser als der Geruch, aber hier ist der Geruch nicht so weiter störend. Ich hatte letztens einen Pilz auf einer Fete. Da war der Geruch sehr muffig. War ja auch ein Billigbier, das kannst du nicht vergleichen. Stiegel wahrscheinlich. Und Stiegel ist wahrscheinlich auch so ein Premium-Bier. Ich habe vorher noch kein richtiges österreichisches Bier probiert, außer das Salzburger Festbier zu Weihnachten. Das ist aber ein Spezialbier und eben kein Standardbier. Es hat 4,9%, das muss man sagen. Und ja, es ist edelhopfig. Was steht hier noch so drauf? Sehr schön gemacht eigentlich. Wir haben uns einen 6er-Pack geholt. Aber das muss man sagen, geht mal auf die Seite von Stiegel, wie heißt die Seite? Stiegel.at. Da gibt es nämlich nicht nur Pilsner, sondern auch im Onlineshop viele andere Spezialbiere außerhalb des Pilsners. Nach dem deutschen Weihnachtsgebot gebraut, was anscheinend nicht immer so üblich ist außerhalb von Deutschland, aber ist ja eigentlich auch kein richtiges Gesetz, mehr ist ein unbeschriebenes Gesetz. Das heißt, theoretisch könnte man auch in Deutschland Bier brauen, das nicht dem deutschen Weihnachtsgebot entspricht. Aber man hält sich dran, ist ein Qualitätsurteil, ne? So, ich nehme noch einen Schluck. Weil das schmeckt mir bisher ganz gut und es ist auch sehr bekömmlich, muss ich sagen. Ja, doch, es ist bekömmlich, definitiv. Ja, es schmeckt genauso, wie ein gutes Pilz schmecken sollte. Dazu muss ich sagen, es hat keinen besonderen Urteil. Es hat keine besonderen Kennzeichen, was jetzt für Stiegel spricht. Es schmeckt, es kommt in die Nähe von Becks, das war es aber auch schon. So wie ein solides, grundsolides Pilz schmecken sollte. Daher frage ich mich, ob eine 8 dafür in Frage kommen würde oder ob wir es bei einer 7 oder 5 belassen.
Aber auf jeden Fall, seht euch mal hier schön an. Vom Aussehen her ist das wirklich toll. Der Schaum, die Hefe, das sprudelt wirklich schön, wie so ein richtiger Wintersturm. Das ist wirklich ganz schön gemacht. Es ist auf jeden Fall kein schades Pilz. Also das kann keiner sagen. Es ist kein Oettinger, es ist kein Hansa. Es ist einfach ein sehr gut gebautes mit guter Hefe. Kriegt er wahrscheinlich auch. Ja, ein herrlicher Schaum. Das kann ich so unterschreiben. Wirklich, es ist ein guter Schaum. Hell in der Farbe, das stimmt auch. Keine Werbeversprechen hier. Das ist wirklich, wirklich ernsthaft gemeint. Und Feinherb im Wacker, ich guck mal, ob es Feinherb ist. Es ist auf jeden Fall nicht zu herb. Also ich würde es auch mit Feinherb belassen. Ja. Ganz leichte Zitrusnote, aber nur ganz leicht. Das meine ich ernsthaft nur ganz leicht. Da gab es zum Beispiel Rothaus, dann hat eine stärkere Zitrusnote und Rothaus war auch super geil. Also wenn ihr noch kein Rotes probiert habt, dann sofort in Getränkemarkt Rothaus kaufen. Das ist so geil, das Pilz. Das kann man so richtig gut trinken. Also gutes Badener Pilz. Aber das österreichische Pilz ist auch nicht schlecht. Es hat zwar wahrscheinlich keine 8,5 wie das Rothaus verdient. Aber, mal gucken. Ich bin noch unentschieden, muss ich sagen, Freunde. Ich bin noch wirklich hin und her gerissen, muss ich sagen. Ja. Okay. Ich gebe dem 7,5. Es ist ein grundsolides Pilz, das man gut trinken kann. Und es befindet sich auf einer Linie mit Becks. Doch. Es ist, Becks hat 7,5 Punkte verdient. Und deswegen auch der Stiegel bekommt ebenfalls 7,5. Eine gute Leistung, muss ich sagen. Ja. Bevor ich das natürlich auch trinken werde, außerhalb des Videos, werde ich noch euch auf eine Kuriosität aufmerksam machen. Denn es gab nicht nur das Glas, was wir uns geholt haben. Davon übrigens zwei, ich nehme eins mit. Sondern auch Originalstiegel Biercracker. Ja, was sind das? Es sind Biercracker mit Weizenmehl, Roggenmehl, ja, die Mehlsorten und dann mit Bier, Hefe, Sonnenblumen, Lecithin, Gerstenmalz, etc. Also mit Meersalz, mit Malz und Bier und Hefe gemacht. Ich bin mal echt gespannt, wie das schmeckt. So. Gucken wir mal, wie es riecht. Ui, das riecht aber merkwürdig. Aha. Das riecht Cracker, ein bisschen muffig. Ja, so sehen sie aus. Treppendesign wahrscheinlich. Hart. Ich muss sagen, der Geschmack hat was. Naja. Moment. Essen und gleichzeitig trinken. Das war eine merkwürdige Idee, ne? Ja. Der Biergeschmack oder der Hefe, also der Malzgeschmack ist schwächer als ich dachte. Dafür ist der Salzgeschmack ziemlich stark. Ja, wie normaler Salzkrieger, aber seht euch mal an hier. Seht euch mal dieses. Da. Dieses Salzkorn da, das ist ziemlich groß. Es ist also kein feines Salz, deswegen kennt man das schon. Ja, ganz nett, es schmeckt wie normaler Cracker. Stellen jetzt nicht drauf, dass es Bierkrieger wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemerkt. Also, es ist ein normaler Cracker, muss ich sagen. Ein bisschen enttäuscht, aber okay. Es schmeckt. Mit mehr Salz steht auch drauf. Ja, das war das neue Video auf dem Future Perfect Channel. Probiert mal Stiegelpilz auf und sagt mir, was ihr davon hält. Es sind grundsolide 7,5 Punkte. Ein Bier, das man gut mal trinken kann. Ein Bier, so wie ein Pilz, wie ein Bierpilz schmecken sollte. Ohne besonderes Kennzeichen, okay. Aber braucht man das wirklich, wenn man ordentlich mal Bier genießen will? Nein, es ist ein Pilz, wie ein Pilz wirklich sein sollte. Und es hat ein sehr schönes Aussehen. 7,5 Punkte, meine Damen und Herren. Das war das Video auf dem Future Perfect Channel. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.